2 bis 2,5 Stunden. 2 Stunden vielleicht? Aber etwa 3,5. Maximum 2 Stunden. Ich glaube, wir mal sehen. So 2-3 Stunden. Auch so also 3 bis 4 Stunden, aber am Wochenende auch recht oft. Instagram, Snapchat, Instagram, TikTok, WhatsApp, Pinterest, Instagram, TikTok, Snapchat, TikTok, WhatsApp, TikTok, YouTube. Ja, aber ich habe jetzt nicht so viel Zeit. Seit ihr lehrt, begeben wir eigentlich praktisch nicht mehr. 3 oder 4 Stunden. Ich habe schon ein paar Mal erzogen. Bah, à des fêtes, parfois, tu sors ton téléphone juste vite fait pour regarder un truc et après, finalement, t'es plus longtemps dessus. Et puis, après, quand tu rentres, tu te dis que bah, j'aurais pu profiter plus, en fait. Lustige Videos oder sonst halt Serien oder Filme? Videos oder eben Posts, wo halt oder unendlich einfach aufgeführt werden und dann tut man einfach immer weiter und achtet gar nicht auf die Zeit. Und dann plötzlich fällt es auf, du warst schon irgendwie 3 Stunden dran oder so etwas. C'est pas calmant et l'écran, la lumière, tout ça, c'est pas non plus très bien. Ja, wenn man zu viel spielt, bekommt man viereckige Augen über. Ja, es kann. Wenn man zum Beispiel etwas im Internet gepostet hat und dann so Freunde oder so gesehen, wenn es negativ ist, hat es halt negative Auswirkung auf dich und wenn es positiv ist, dann positive. Willkommen zurück und wir kommen gleich zu einer dieser Frauen im Tech- und Innovationsbereich. Angela von Roden hätte auch gerade in meinem vorigen Podium sitzen können, denn sie leitet seit mehr als 10 Jahren mit Leidenschaft agile IT-Projekte. Sie arbeitet bei Leap und beschäftigt sich dort mit dem Thema Mobilität und Daten. Und das ist auch, was sie mit unserem zweiten Gast hier im Studio verbindet, nämlich David Oesch, Projektleiter beim Bundesamt für Landestopographie Swisstopo. Sie beide werden uns jetzt etwas darüber erzählen, wie vernetzte Daten über Verkehrsmittel hinweg uns helfen können, smarter von A nach B zu kommen und was es mit diesem Begriff multimodale Daten zu tun hat. Angela, ich bin gespannt auf deine Präsentation. Ja, cool. Ich freue mich sehr, sehr hier zu sein. Wir, David und ich, wir sind heute da, um darüber zu reden, wie wir smart von A nach B kommen. Beziehungsweise, dass das eben auch bedeuten kann, dass digitale Dateninfrastrukturen als Service Public angeboten werden können. Über den Umgang mit Daten des öffentlichen Bereichs generell wurde heute Morgen bereits in der Runde Once Only eingehend und klug diskutiert. Das hat mich sehr gefreut, das zu hören. Wir möchten hier einhaken, jedoch unser Thema auf Mobilität beschränken. Ich mag Daten und starte gerade gerne mit einer Statistik, wenn man die einblenden könnte. Eine Statistik, die nämlich zeigt, in welchem Reisemodus wir wie oft unterwegs sind. Ja, sehr cool. Das eigene Auto in Grau, das dominiert, das heißt im Fachjargon MIF, motorisierter individueller Verkehr. Und hinter diesen drei Buchstaben steckt eigentlich eben vor allem unser eigenes Auto, für die, die eins haben. Also das wird gemäß dem Maximalbedarf gekauft. Also wenn ich ein Auto kaufe, dann überlege ich mir, vielleicht muss ich einmal im Jahr dann noch zu IKEA und viel heimschleppen. Also kaufe ich ein richtig großes Auto. Das steht dann 95% der Zeit auch noch rum. Und die 5%, in der es gefahren wird, fahre ich dann meistens auch noch alleine rum. Genau. Und all diese Modi zusammen, das ist die Multimodalität. Das ist also, wenn alle Verkehrsmittel sich gut miteinander verbinden lassen. Hier liegt noch ein riesiges Potenzial brach. Es wäre nämlich viel effizienter, rumfahrende Fahrzeuge zu teilen, anstatt herumstehende Fahrzeuge zu besitzen. Heute muss Mensch dafür eine Vielzahl an Informationen aus verschiedensten Quellen überblicken und je nachdem einen regelrechten App- und Abo-Zoo managen. Warum? Jeder Anbieter der Mobilität sitzt auf den eigenen Daten und setzt auf die eigene App als Businessmodell. Es wird nicht geteilt, es gibt auch sehr wenig Synergien, die genutzt werden. Jetzt könnte man bereits 2 Slides weiter.
Sonst Angela das doch nicht. Oh, ich muss selbst, ja, sorry. Wo sehe ich es? Genau, nämlich in 2040. Mehr vom Gleichen. Das heißt, das Auto als Stehzeug, das dominiert weiterhin. Und das gibt dann ein buchstäblich graues Szenario. Also unser ganzes Leben, die Infrastruktur, ist auf diese Ermöglichung des individuellen Autos ausgerichtet. Es gibt auch noch eine nachhaltigere Perspektive dazu. Und das sieht dann 2040 auch so aus, nämlich geteilt gemeinsam. Hier konnte sich in der Schweiz ein starker kollektiver Verkehr entwickeln. Also kollektiver Verkehr, das ist, wenn man miteinander Mobilitätsangebote teilt. Und zwar durch Ride-Sharing, also wenn wir miteinander irgendwo hinfahren, auch wenn wir uns nicht zwangsläufig kennen. Und durch Carsharing, also wenn die Fahrzeuge nacheinander durch unterschiedliche Menschen benutzt werden. Und nur mit diesem grünen Teil und dem hellblauen Teil bringt man wirklich den grauen Teil zurück. Und dazu bleibt natürlich der ÖV in Rot, der Stadtnahverkehr und vielleicht noch etwas Fernbus, das dazukommen wird. Das heißt also, wir können durch die Shared Economy, können wir wirklich diese Effizienzsteigerung auf den Fahrzeugen, auf den Mobilitätsangeboten erreichen. Und dazu braucht es natürlich auch eine gesellschaftliche Änderung der Werte und natürlich auch vor allem der Arbeitswelt. Dazu gehen wir heute nicht mehr ein. Ich denke, ihr kennt die Thematik vor allem auch seit Homeoffice sehr gut. Ein weiterer Teil ist natürlich die City-Logistik, also die Mobilität der Güter ist eben auch Mobilität. Also wenn ich etwas nach Hause geliefert bekomme, dann muss ich nicht selbst dorthin es abholen. Ein Blick zurück auf den zupackierten Bundesplatz zeigt uns, wie verschwenderisch wir mit den Mobilitätsressourcen umgehen. Dazu gehört auch der Raum. Und auch wenn dieses Szenario heute für uns undenkbar ist, wir gehen weiterhin mit dem meisten Raum noch gleich verschwenderisch um. Man sieht es nur nicht mehr so gut und so repräsentativ. Und um das Teilen von Mobilität zu erreichen, muss die Multimodalität gut funktionieren. Dabei gilt es sowohl den technologischen Fortschritt, also hier nach oben strebend zu nutzen, wie auch gesellschaftlich das kollektiv- und multimodale Verhalten etwas zu hacken, also das Teilen eben normal und attraktiv wird. Dabei gibt es sehr, sehr viele Aspekte, politisch, gesellschaftlich etc. Dafür und ich möchten uns heute ganz spezifisch aber über die digitale Dateninfrastruktur als Fundament sprechen. Nämlich es soll um Verknüpfen statt Besitzen gehen. Also wenn wir die Mobilitätsdaten als Service Public nutzen möchten, von welchen Daten sprechen wir überhaupt? Also alle Daten, wann, wo, welche Mobilitätsoption, wie, zu welchem Preis verfügbar ist. Klassische Fahrpläne, das kennen wir bereits, Verfügbarkeit und Standorte von Shared-Angeboten, zum Beispiel heute Publibike in Bern, Straßenzustandsberichte, Wegsperrungen und natürlich auch Tarife. Oder zum Beispiel, wo kann ich mein E-Fahrzeug als nächstes aufladen lassen? Verknüpfen statt besitzen, das ist also die Strategie nicht nur für uns Reisende, wenn wir multimodal unterwegs sind, sondern auch für die Mobilitätsanbieter im schweizerischen und überregionalen Ökosystem. Denn die sollen die Daten verknüpfen. Der ÖV hat es bereits schon mal vorgemacht, hat eine gemeinsame Dateninfrastruktur namens NOVA erfolgreich eingeführt. Und wie beim autofreien Bundesplatz gab es damals zuerst sehr viele Widerstände und Unsicherheiten, aber heute ist NOVA auch nicht mehr wegzudenken. Was braucht es? Es brauchte einen guten Schuss Policy von oben. Es brauchte viel Mut und Vertrauen, ein Wort, das heute auch gefallen ist am Morgen, der Player in die langjährigen Unsicherheiten während des agilen Vorgehens. Und es brauchte ein verändertes Mindset, dass man die Mobilität nicht als eigenes Businessmodell versteht, sondern als Ökosystem. Und diese Idee könnte man nun auf die ganze Mobilität ausweiten. Nämlich gerade, wenn die Schweiz für uns hier im Sinne des Service Public die Hoheit über die Daten behalten möchte. Weil was sonst passiert, ist, dass ein ausländischer privater Tech- oder Plattformriese uns die besten Daten haben. Von uns und für uns.
Aber das von uns ist natürlich sehr kritisch, weil sie können dann auch bestimmen, wer was zu welchen Konditionen sieht. Und das hat Frau Neuroni heute Morgen auch sehr eindrücklich nochmals gesagt, wie sorglos wir supersensitive Daten mit Tech-Riesen teilen, während wir überskeptisch sind, wenn es um ein Schweizer Projekt mit großem gesellschaftlichen Nutzen geht, wie zum Beispiel die Covid-App. Den Handlungsbedarf, den ich jetzt hier so herführen versuche in kurz, der ist auch vom Bundesrat erkannt. Und eine nationale Dateninfrastruktur Mobilität, kurz NADIM, wurde initiiert. So wie ich Nova beobachten konnte, die Lernkurve dahin wird wieder zu einem gemeinsam hin sehr steil sein. Weil heute die Mobilitätsbranche, die versteht sich noch als unterschiedliche Branchen, die sind getrennt und arbeiten unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen. Also wir haben den öffentlichen Verkehr, private Sharing-Startups, die so wirklich, wir kommen mal und machen mal und stellen die Trottinetz irgendwo hin. Wir haben unsere eigenen Autos, wir haben die Taxis, aber wir haben auch Lieferunternehmen. Und auch bei der Verwaltung sind mehrere Bundesämter betroffen. Das BAV, das Astra, ARE, BFE, aber auch Swisstopo. Also das Ökosystem Mobilität muss ich erst noch als Ökosystem verstehen. Das sehe ich als die größte Herausforderung. Und dann haben wir die Vorteile, das geopolitische Schicksal unserer Daten zu verstehen, in unserer eigenen Hand zu haben und können aber auch alle Vorteile von Open Data nutzen. Was das für positive Auswirkungen hat, vor allem auf Innovationen. Man stelle sich zum Beispiel vor, fertig, hatte mit ihrer super Idee, musste sich zuerst mal die eigenen Daten machen, dass die Idee überhaupt ging. Und hier kommt die Schwelle stark runter, wenn wir wirklich Mobilitätsdaten haben. Und das kommt schlussendlich der ganzen Öffentlichkeit zugute, denn wir sind alle mobil. Und David wird jetzt etwas mehr noch über das Wie erzählen. Genau. Kannst du meinen Slide noch einblenden? Ja. Die Herausforderung heute ist, wie schaffen wir es, von den Informationen, die die verschiedenen Mobilitätsanbieter in das Ökosystem reinbringen, Entscheidungen herbeizuführen bei den Bürgern, sich bewusst für ein Fortbewegungsmittel zu entscheiden. Zwischen Informationen und Entscheidungen liegen Daten. Und für Daten braucht es eine Infrastruktur. Du hast es schön gesagt, wir müssen den Zoo füttern. Und das ist wirklich ein Zoo. Wie in einem Zoo haben nicht alle Tiere die gleichen Nahrungsmittel gerne, sondern man muss sich auf einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden. Und aus unserer Erfahrung bei der Bundesgeodateninfrastruktur, bei Swisstopo, können wir darauf sprechen, dass ein Stichwort ist ganz, ganz wichtig, das ist das Open, das Offene. Man muss die Probleme offen angehen. Es gibt da drei Faktoren, banal gesagt, es braucht offene Standards, dass man Daten austauschen kann, die alle verstehen. Also, dass ich im Postauto ein Busbillett lösen kann, das beruht auf offenen Standards. Es beruht aber auch auf dem, dass man Schnittstellen hat, die eben auch offen sein müssen. Es ist nicht von einer Firma Y definiert, nur für die Firma Y, sondern alle können die nutzen. Und dann braucht es noch das Open-Minded. Also man muss auch offen sein für neue Ideen. Und dann bekommen wir diesen Zoo nämlich in den Griff. Und Kevin Kelly hat das ganz schön gesagt, ist ein Internetaktivist aus den 90ern. Access is where all content is going. Also es geht um den Zugang. Ja. Ein wichtiges Stichwort, das immer wieder fällt, ist eben FAGAM, die großen Player. Wenn wir alle Infrastrukturbetreiber hineinbekommen wollen, dann müssen alle mit gleich langen Spießen arbeiten können. Das heißt, jeder gibt etwas, damit er auch etwas bekommt. Und das Ziel der NADIM ist, dass wir über das ganze föderale Rössli-Spiel, also Kantone, Bund, Gemeinde, aber auch die Transportunternehmen und die Privatwirtschaft, dass die alle davon profitieren und dass wir volkswirtschaftlichen Mehrwert generieren. Ich glaube, das ist zusammengefasst, was NADIM, also die nationale Dateninfrastruktur Mobilität, schaffen will. Also dieses Mobilität as a Service geht nur über diesen Approach. Der Stand im Moment: das Gesetz ist in Erarbeitung,
Es wird spannend auf alle Fälle, wie wir da weitergehen können. Miriam, Fragen? Ja, ich habe eine Frage an dich, bevor wir schon wieder zum Brian rüberschalten müssen. Das heißt für dich, wenn ich so richtig höre, ist einer der zentralen Punkte diese Zusammenarbeit. Und Angela, du hast es auch erwähnt. Können das die Verwaltungen heute denn über ihre Silos hinweg zusammenarbeiten oder ist das nicht so ihre Stärke? Also das Können, es braucht drei Erfolgsfaktoren. Das ist ein bisschen wie ein Mantra. Können, sollen und wollen. Und sollen, die gesetzlichen Grundlagen sind meistens da. Wollen, da braucht es intrinsische Motivation, häufig einzelner Entscheidungsträger. Mhm. Und die muss man auf diese Plattform bringen. Also das Können, Sollen und Wollen, das ist die Grundlage. Mhm. Wenn es dann ein Müssen wird, das wird schwierig. Ja. Super, besten Dank, David. David und Angela bleiben noch im Zoom für uns verfügbar. Das heißt, alle, die über den Zoom dabei sind, ihr könnt noch mehr Fragen stellen, bleibt dabei. Für alle, die im Livestream dabei sind,